Was geht so, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play One Piece Pirate Warriors 1. Hier bei Crush 4589. Es geht weiter bei der ersten Episode Buggy der Clown. Wir werden jetzt anscheinend hier schon gegen ihn antreten müssen an der Stelle, weil wenn hier schon gespeichert wird, kann das nur bedeuten, dass wir kurz vorm Boss stehen. Nehme ich mal an. Aber vorher kommt wieder eine Aktion für uns. Wo war denn das? Hier? Okay, da oben. Kommen auch wieder hoch und... ja, da landen wir wieder hier. Aber bringt das uns was? Nee, eigentlich nicht, weil wir sind ja hier zuletzt stehen geblieben. Ich glaube, wir müssen ja jetzt hier lang weiter. Und da haben wir wieder eine große Aktion vor uns. Na schön. Okay, hier gibt es ein weiteres Tutorial. Gung Gung, Aktion in der Luft. Ruffy kann auch Dinge greifen, die ihm bei der Fortbewegung helfen, während er sich bereits in der Luft befindet. Wenn das Visier angezeigt wird, während du in der Luft bist, bewege es über das Ziel und drücke die angezeigte Taste, um einen Luftgriff auszuführen. Okay, gut. Das ist meine ganz spezielle Aktion. Oh, da hat man natürlich jetzt nicht sehr viel Zeit. Oh, verdammt. Oh, das war knapp. Hat er sich gerade noch retten können? Okay, das ginge jetzt gewaltig schief. Okay. Jetzt aber. Okay. Das war jetzt perfekt. Und dafür gibt es wieder eine Münze. Wo? Da. Wo landen wir da jetzt, bitteschön? Schon wieder ein Speicherpunkt. Na schön. Anscheinend gibt es hier noch einiges für uns zu tun. Oh. Und sogar einen... Zielerfassung. Pfeile mit einer Markierung beim Kopf können erfasst werden, indem du R3 drückst. Wenn du sie erfasst hast, wird ihre Markierung rot. Du kannst auch den rechten Stick nach rechts und links bewegen, um auf andere erfasst Pfeile zu wechseln. Ich vermute, dass es sich hierbei um den Analogstick handelt. Also um den rechten. Sieger, zweiter Offizier der Piraten. Wo ist er denn? Ah, da ist er. Wow, da geht er auch schon richtig ab. Habe ich ihn anvisiert? Ja, haben wir ihn down gekriegt. Und da fliehen sie wieder. Ach so, haben wir wieder Leben zurückbekommen. Nice. Okay. Ob jetzt hinter dieser Tür mal Buggy auf uns wartet? Wollen wir es hoffen. Guck einer an, wie sie alle davon rennen. Wir können sie nicht mal mehr angreifen. Was ist denn das? Oh oh, wir sind eingesperrt. Das bedeutet, wir müssen uns wieder durchkämpfen. Boah! Sogar Kanone, natürlich. Sonst haben wir keine Probleme, ne? Nein, jetzt ist mal Schluss hier. Die dienen nur zur Ablenkung. So, jetzt haben wir beide Kanonen down gekriegt. So, Buggy ist geschützt und besiegt die Piraten. Ja, Mission abgeschlossen. Da kommen die nächsten Spackos. Aber die haben alle keine Chance gegen Ruffy. Oh ja. Yeah. So. Und da gehen sie down. Oh, Fleisch. Das ist wirklich eine extrem dicke Keule. Ich glaube, ich würde noch nicht mal ein Viertel davon aufessen können. Wir werden aber wirklich mit Speicherpunkten vollgespammt. Schon krass. Als wenn das Spiel so schwer wäre. Ich meine, normaler Schwierigkeitsgrad müsste ja schon eine größere Herausforderung bieten. Da ist er. ガムガム
Alles klar. Jetzt treten wir endlich gegen Buggy an. Schockmarkierung. Pausen zwischen Angriffen und von Feinden werden durch eine Schockmarkierung angezeigt. Wenn du einen markierten Feind mit einer Combo angreifst, kannst du ihn betäuben und den Kampf unfähig machen. Okay. Achso, jetzt habe ich ihn aber markiert, oder? Ja. Oder? So, jetzt aber habe ich ihn endlich markiert. So, also es war der linke Analogstick. So, jetzt kriegt er aber einen Spezialabgriff ab. Bam! Davon kriegt er gleich noch einen ab. Verdammt! Den Schockmoment hätte ich abpassen. Auf den Schockmoment hätte ich achten müssen. Oh! Kann ich ihn jetzt damit betäuben? Oder zählt der Spezialangriff nicht? Aua! Ja, das wäre jetzt ein Spezialangriff gewesen. Was zum... Ja, jetzt mich wieder abballern? Das wird dir nicht viel helfen. Ich kann die Kanonenkugel schließlich abwehren. So. Ja, die haben sich gegenseitig erwischt. So, jetzt aber. Sehr schön. So, was ist mit denen? Ballern die auch mal? Ja. Und ihr verschwindet, ihr stört nur. Ach, verdammt. Ja, das machen sie natürlich hervorragend. So, und weg damit. Om nom 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 nom. Oh, dem muss eine schnelle Kanone sein. Bam. Haha. Ey. What the hell? So, jetzt aber. Alter. Der Typ lässt sich nicht so leicht erwischen. Wow. Nicht so hastig, Freundchen. Oh oh. Spezialangriff. Verdammt, hat er mich erwischt. Alter! Ach. Ich muss ihn betäuben. Ach. Alter. Buggy ist echt nicht einfach zu bezwingen. Jetzt reicht's. What the hell? Was macht denn der? Ist der jetzt vollkommen... Oh, R2. Alter. Nein, R2. Komm, deine Füße kriege ich noch. Alter, wieder abrast. Aber jetzt habe ich ihn. Ich habe doch gedrückt, oder sollte ich gedrückt lassen? Was? Was zum... Alter, ich drücke doch. R2. Ach so, ach. R2, ich blöd, Mann, ey. Jetzt komm. Erwischt. Bam. So. Oh, das war knapp. Und hier, zack. Nice. Verkettung. Drücke X während einer Abfolge von Angriffen, wenn du eine Distanz zum Feind verringern möchtest, ohne deinen Angriff abzubrechen. Auch wenn der Feind seine Kraft auflebt, um einen Gegenangriff vorzubereiten, dann greife ihn an, indem du X drückst, um eine Aufladung zu unterbrechen. Okay. Aua. Jetzt kommt wieder diese Situation. Ah, verdammt. Hab ich den falschen Zeitpunkt ausgesucht. Zeit mal. Jetzt geht aber Buggy richtig ab. Alter. Das ist aber ein bisschen schwierig, diese Situation
und die Abwehr der blau leuchtenden Feinde zu durchbrechen. Okay. Alter! Okay, langsam wird's kritisch. Ich brauche dringend Fleisch. Haben wir noch irgendwo eine Truhe? So, ich würde die Kamera gerne drehen. Achso, ich bin immer noch markiert. So, jetzt aber. Ist das? Nee, das ist nur für die SP. Okay, was soll's. Dann kriegt er halt eben zum Abschluss einen Spezialangriff ab. Gum Gum. Pistole! Sehr schön. Haben wir das wieder geschafft. Da fliegt er. Nice. Mit einem A-Rang. Ja. Zugegebenermaßen, ich habe mich da wieder ein bisschen angestellt. Könnte besser sein, weil diese Abwehr, das braucht einige Zeit, bevor ich da richtig drauf eingehen kann. Vor allem jeder Feind hat ein anderes Moveset und benötigt auch jeweils eine andere Art von Strategie, um ihn zu bezwingen. Klar, wie Kloßbrühe. Junge, also wenn es jetzt schon so anfängt, dann wird das Spiel doch schwerer, als ich erwartet hätte, weil ich dachte immer bei Dynasty Warriors Games ist es nicht so schwierig, diese ganzen Gegner zu bezwingen, aber hier, das kann noch was werden. Fortsetzung folgt. Sind das die Münzen, die wir bekommen haben? Moment. Das steigert die Stats? Oder bin ich mir das nur ein? Wofür sind die? Bald Mythos werden verwehrt. Fortfahren? Ja. Okay, stellen wir wieder ein paar Level auf. Nice. Und ja, unser Wert steigt auf 1.367.000 Berry. Schon mal nicht schlecht. Okay, die Angriffskraft, die Verteidigung haben sich erhöht und auch ein bisschen die Gesundheit. Ja, auch der Spezialangriff hat sich auch ein klein wenig verbessert. Du hast deine Münze erhalten, versuche sie gleich einzusetzen. Ah, okay. Münzen einsetzen. Das Einsetzen von Münzen in die Schatztafeln des Kraters erhöht seine Werte für Leben, Angriff und Verteidigung. Welche Werte sich erhöhen, hängt von den in den Hauptfächern eingesetzten Münztypen in der Mitte der Schatztafel ab. Und je mehr Sterne die Münze hat, desto größer wird die Steigerung sein. Ja. Na schön. Also wir können eine einzige Münze platzieren. Schön. Was wäre wohl die erste Empfehlung? Zoro ist für den Angriff und Buggy auch noch. Standard, Leben, Angriffskraft, Verteidigung. Beste Verteidigung, der anscheinend Namis Münze. Ich würde sagen, bei Ruffy steigere ich doch mal die Angriffskraft. Ja, er bekommt die Zoro Münze. Mehr geht anscheinend nicht. Aktuell. Vielleicht kann man den Katern dann noch mehr Münzen geben. So. Kannst jetzt ein weiteres Log spielen. Und online zocken? Jetzt kannst du Ruffy in einen weiteren Log ansetzen. Du kannst Zoro in einen weiteren Log und Nami und Ruffys Einsatz und Gungun Bazooka einsetzen. Okay. Tja, dann speichern wir das mal ab. Wir sind hier fertig. Dann würde ich sagen, machen wir gleich weiter. Luffy, Zoro.
Nami の3人は航海の準備を整えるためとある村に上陸する。その村で勇敢なる海の戦士を目指すウソップとグランドラインに入るため欠かせない海賊船ゴーイングメリー号を仲間に加え、一行は麦わらの海賊旗を掲げて意気揚々と出航した。次にルフィたちが訪れたのは海上レストランバラティエ。偶然の事故からレストランを壊してしまったルフィはバラティエのオーナー兼料理長ゼフに雑用を命じられてしまう。ゼフはかつてコックにして海賊船の船長を務めたという男で、凄まじい蹴り技から赤足のゼフとして恐れられていた。そこで副料理長を務めるサンジもまたゼフ譲りの蹴り技を使い、料理を粗末にする者は海軍将校でも蹴り飛ばすが、空腹の者には海賊であっても食事を与えるという男だった。そんなサンジを気に入ったルフィは雑用をしながら仲間になるよう誘い続けるが、サンジは頑なに拒否する。子供の頃ゼフに命を救われたことのあるサンジはその代恩に報いるため生涯レストランを守り抜くことを密かに誓っていたのだった。そんな折レストランに一人の海賊が現れた。イーストブルー最強の海賊艦隊を率いるドン・クリークである。すまん、水と飯をもらえないか。金ならある、いくらでもある。ほらよ、飯だ。すまん。いいレストランだ。この船をもらう。ゴムゴムのロケット風船。うはー、でっかー船。Okay, jetzt starten wir gleich mit der Don Creek Saga. Möchte man das so nennen? Mit der Baratie Saga. Aber warum alles in der Welt überspringt man tatsächlich die Captain Black Saga, wo man zum ersten Mal auf Lysop trifft? Also mal ernst. Das muss doch nicht sein, dass man jetzt nur jedes Mal jede zweite Saga jetzt in diesem Spiel spielen kann. Ich weiß, man muss es ja zusammenfassen, aber ich möchte schon möglichst viel von der One Piece Saga zocken können. Naja, okay. Ich sollte mich nicht beschweren, sondern es so hinnehmen, wie es ist. Die Hauptsache ist doch, dass man ja schon ungefähr hier die die One Piece Saga nachspielt. Immerhin, ne? So. Räumen wir erstmal ein bisschen auf. Ja, lasst das Baratie in Ruhe. Nur damit wir uns verstehen. Ah, bist auch noch da. So, weg mit dir. Ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass er sowas gerne mag. Finde ich auch cool. So, welcher Knopf war das nochmal hier? R2. Ich muss erstmal mit der Steuerung zurechtkommen, weil ich bin ja leider Gottes noch ziemlich neu mit der PS3. Na. Dann müssen wir halt hier ein bisschen aufräumen. Wenn wir halt hier feststecken, räumen wir hier halt ein bisschen auf. Wenn wir schon dabei sind. So.
So, zack. Na, kombinieren kann ich es auch noch nicht so richtig. So. Da sind auch noch welche. Oh, die greifen Sanji an. Ich muss ihm helfen. Und wie komme ich hier weiter? Na komm, hier muss doch was sein. Da komme ich ja wieder zurück. Ich will hier lang. Sanji braucht meine Hilfe. Ja? Da muss doch was sein, wo es weitergeht. Warum nicht gleich über die Flying Lamp? Come on. Bei der Flying Lamp kannst du dich doch festhalten. Ruffy. Ugh. Ja, und wo lang jetzt? Müssen wir wieder zurück, oder was? Ach, Moment. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Oh. Oder vielleicht kommen wir von hier aus jetzt nur woanders lang. Da ist hier wieder ein Speicherplatz. Hä? Ja, wo geht's hier weiter? What the hell? Ach so. Man muss halt nochmal das Feld betreten, damit man, ja, eine weitere Aktion ausführen kann. So. Juhu! Sanji, ich komm dir zur Hilfe! Zack, zack, zack und ba-da-ba-bam! Na klar! Wie der hartnäckig immer dran bleibt, aber am Ende gewinnt er. Am Ende kann er jeden überzeugen. Ruffy. Aber seine Hartnäckigkeit zahlt dich meistens immer aus. Okay, bei der Glocke, hä? Dann mal los. Juhu. Okay. Ja? Abbrechen während einer Gum-Gum-Rakete. Als Gum-Gum-Rakete kannst du angezeigte Taste drücken, wenn du dich vor bestimmten Wänden befindest, damit sich Ruffy zu drehen beginnt. Wenn du die Wand während der Drehung triffst, kannst du sie durchbrechen. Okay. Okay, bam. Er ist der künftige König der Piraten. Oh, Zoro. Ist auch am Start. Sehr schön. Ja, vielleicht sollte man mal zur Abwechslung eine Spezialaktion verwenden. Bam! Sehr schön. Für einen Haufen K.O.s gesorgt. Aber da kommt schon wieder. Kommen schon wieder die nächsten Spackos. Die können sogar von der Ferne auf einen ballern. Aber Kugeln wirken ja bei ihm nicht. Sein Körper ist ja aus Gummi und kann auch. Und den können selbst Schüsse nichts anhaben. Okay. Na gut. Wenn die nicht mehr wollen, dann machen wir hier weiter. So. Immer richtigen Moment. Okay. Ja, da ist irgendwie mal Timing gefragt. Eigentlich bin ich ja von sowas überhaupt kein Fan. Aber hier muss es wohl leider sein. Ziehaktion. Nachdem man nach bestimmten Objekten gegriffen hast, kannst du den linken Stick zurückziehen und deine Arme ausdehnen, um Kraft aufzubauen. Wenn du dann den Stick loslässt, nachdem deine Arme ganz ausgefahren sind, kannst du über große Distanzen hinwegfliegen. Na gut. Wenn du den linken Stick nach links oder rechts bewegst, während du dich ausdehnst, kannst du deine Flugrichtung bestimmen. Linken Stick nach dem Greifen zurück. Den linken Stick nach dem Greifen. Hier, glaub. Hier anscheinend. Ach so. Okay. Können wir wie so eine Art
Na sag schon, wie heißt das Ding noch? Wie so eine Schleuder können wir zusätzlich Spannung aufbauen, um uns noch weiter ja wegschleudern zu können. Also eigentlich habe ich damit gerechnet, dass man etwas mehr Schwung bekommen kann. まさかあれが。 この船を割ったのかい。直にも。なるほど、最強だ。俺はお前に会うために海へ出た。何を目指す？最強。暇なんだろう。勝負しようぜ。哀れなり弱き者よ。 Alter, müssen wir tatsächlich jetzt gegen Mihawk Falkenauge antreten? Alter, oh. Ah, jetzt haben wir die Abwehr durchbrechen können. Jetzt haben wir mal die Aktionen sehen können, wie es richtig funktioniert. Alter. Na schön. Zahlen-Move. Zack. Und können wir gleich nochmal einsetzen. Alter. Ja, du kannst so viel rumhopsen, wie du willst, dass mein Angriff nicht entkommen können. Ja, aber wir dürfen uns selber nicht treffen lassen von dem. Schön, wenn die Kamera schnell zu ihm hinschwenken würde. Alter, der macht mehr Schaden. Muss ich aufpassen. Ah, Mist. Jetzt gerade hätte ich... Alter, der macht Schaden. Ich darf mich von ihm nicht treffen lassen. Gibt es überhaupt noch ein Leben? Also ein... Ah, verdammt. Alter. Ach, kann ich ihn überhaupt noch ausweichen? Ich brauche unbedingt Leben. Alter. Nein, nein! Ach Gott, verdammt! こぞ、名乗ってみよ。ヨロノアトロ、覚えておく。久しく見ぬ強き者よ。散れ！三刀流奥義、三千世界！ これが世界最強の力か。何を。背中の傷は剣士の恥だ。見事。若き剣士の仲間か。貴様もまたよくぞ見届けた。 安心しろ。あの男はまだ生かしてある。ゾロ！我が名ジュラキュール・ミホーク。貴様が死ぬにはまだ早い。
己を知り、世界を知り、強くなれ、ドロノア。俺は先、幾年月でも、この最強の座にて貴様を待つ。たける己が心力さして、この剣を超えてみよ。この俺を超えてみよ、ドロノア。ルフィ、聞こえるか。あ、不安にさせたかよ。俺が世界一の剣豪くらいにならねえとお前が困るんだよな。俺はもう二度と負けないから、あいつに勝って大剣豪になる日まで絶対にもう俺は負けねえ。文句あるか、海賊王。ない。いいチームだ。また会いたいものだ、お前たちとは。さて野郎ども、邪魔が入ったが気にすんだ。さっさとレストラン船を乗っ取っちまえ。あの船ならば敵の目もごまかせる。グランドラインも恐れるに足らん。また大秘宝への活路が開けるんだ。うわぁ、やるぞ。うほぉ、向こうもやる気だ。燃えてきた。So, haben wir endlich genug geplappert, weil ich möchte jetzt auch mal was sagen. Also, das war schon ein rührender Moment. Die Szene kenne ich nur allzu gut. Aber was wäre passiert, wenn ich den Kampf gewonnen hätte? Weil es wäre vielleicht möglich für mich möglich gewesen, den Kampf zu bestehen, wenn ich jetzt nicht so mich so abgestellt hätte am Ende. Weil ich wollte mir halt noch die letzte Truhe schnappen, aber... Ach, der Typ hat einfach nicht aufgehört, mich zu attackieren. Also sorry, dass ich das jetzt so... Naja, dass ich mich jetzt da so dumm angestellt habe. Schreibt mir doch in den Kommentaren, was passiert wäre, wenn ich den Kampf gewonnen hätte. Ob das jetzt genauso ausgegangen wäre, wie... Ja. Ob es jetzt genauso ausgegangen wäre, wie jetzt gerade. Oder ob sich doch noch was verändert hätte. Bitte, ich möchte euch darum bitten, dass ihr das bitteschön, mir bitteschön diese Frage in den Kommentaren beantwortet. Und ich möchte euch bitten, dann auch im nächsten Part wieder dabei zu sein und einen Daumen nach oben für diesen Part zu verteilen, wenn es gefallen hat. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder auch beim nächsten Mal wieder, also beim nächsten Part wieder mit dabei. Also seid gespannt und klickt wieder rein. Euer Crush Horrific Ethan, bis zum nächsten Part von Let's Play One Piece Pirate Warriors 1. Also auf Wiedersehen und tschüss, Leute!